Man kann natürlich nach Erleuchtung streben, aber ganz eine schlechte Idee. Weil das ist viel zu weit weg und man weiß ja gar nicht, was das ist. Das ist eine Idee im Kopf. Ne? Und solange das eine Idee im Kopf ist, hat es mit Zen nichts zu tun. Aber natürlich, im Hintergrund ist diese Erfahrung, die der Buddha gemacht hat, vor 2.500 Jahren, in die Richtung geht es natürlich. Aber wir haben alle keine Ahnung, was das wirklich ist. Die großen Zen-Meister haben wahrscheinlich auch, nein, nicht wahrscheinlich, die haben eine, nicht? Die wissen das. Aber wir einfachen Menschen wissen es nicht, nicht. Ich denke mir immer, ich habe manchmal ein bisschen einen Geschmack davon, was das sein könnte. Nicht? Und das ist wunderbar. Aber in dem Moment, wo man, das ist wie bei allen Dingen, in dem Moment, wo man das erkennt, ah, das war was, haltet der Geist schon fest. Krapscht's. Und dann ist schon vorbei. Im Shinshin Mei vom dritten Patriarchen heißt es, wenn nur ein Gedanke entsteht, bist du von der Sache so weit entfernt wie Himmel von Erde. Mein erster Lehrer hat immer gesagt, ich habe ihn halt dann auch gefragt, was soll ich denn lesen und wie ist denn das wirklich und so. Und der hat immer gesagt, setz dich hin, Werner, setz dich hin, setz dich hin. Das reicht fürs Erste. Und um das geht es eigentlich. Alles weg. In dem Moment, wo ich was wissen will, mache ich ja nicht Sinn. Nicht? Dann denke ich mir, puh, wie ist denn das? Und denke dies und dies und jenes. Das Problem mit dem Denken ist, dass es offensichtlich so strukturiert ist, dass es nicht aufhört von selber. Nicht? Das ist das eine. Und in dem Moment, wo man immer nur denkt, nimmt man die Wirklichkeit nicht wahr. Nicht? Das Denken erzeugt die Illusion, getrennt zu sein von allem anderen. So im zweiten Bodhisattva-Gelübde wird es so stark gesagt. Gier, Hass und Unwissenheit entstehen unaufhörlich. Ich gelobe, sie zu überwinden. Und die Unwissenheit, das ist diese Illusion, getrennt zu sein. Sazen ist einfach ein Übungsweg, sich dessen bewusst zu werden. Und wir setzen uns einfach hin und atmen, ne? Um in dieser Situation zu lernen, was bedeutet es, diese Unwissenheit, Gier und Hass zu überwinden. Und irgendwann muss man es natürlich dann auch im Leben manifestieren. Und das ist natürlich, das weiß jeder von uns, viel, viel, viel schwerer. Ne? Das Atmen ist so wie das Sitzen. Eine Hilfestellung. Ne? Wenn man sich aber auf die Ausatmung konzentriert und sich wirklich schaut, wie weit kann man ausatmen, dann wird automatisch der Geist ruhiger, der Körper ruhiger. Aber es ist ein Mittel, es ist nicht mehr. Und sobald man das irgendwie kann, und dann ist die Konzentration zum Beispiel auf der Haltung. Ne? Wie kann ich vollkommen sitzen, vollkommen meine Haltung manifestieren? Und wenn man es wirklich, und ich sage jetzt bewusst vollkommen, wenn man es wirklich vollkommen könnte, dann hätte man das Ziel erreicht. In dem Moment, in einem Moment. Und im nächsten Moment entsteht die Welt wieder, weil die verschwindet ja nicht. Ne? Aber in dieser vollständigen Hingabe verschwindet sie für einen Moment. Ein bekanntes Koan lautet, wenn du den Buddha und die Patriarchen triffst, töte sie. Ne? Man gleich geschreckt und so, puh, ist doch so eine friedliebende Religion. Aber gemeint ist, diese Gedanken, dieses Objektivieren nicht zu tun. Und dadurch löscht man dann diese Vorstellung von Buddha aus. Es geht nicht darum, eine Vorstellung von Buddha zu haben. Es geht darum, Buddha zu werden.